Im heutigen Video wollen wir uns noch einmal dem am Freitag ausgetragenen Derby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln widmen. Der Gästeanhang war mit über 7000 Kölnern vertreten und war sowohl im Ober- als auch Unterrang präsent. Während sich im unteren Bereich des Auswärtsblocks die Gruppen Wilde Horde und Koloniaks positionierten, waren im oberen Bereich die Rascals und Fedes Radau mit Freunden der Desperados Dortmund anwesend. Die Heimszene rund um Ultras Leverkusen zeigte zu Spielbeginn eine bekannte Zaunfahne mit der Aufschrift Forza Bayer in den Farben Schwarz-Weiß-Rot. Währenddessen leuchtete es bereits vereinzelt bei den Kölnern. Diese zündeten immer wieder vereinzelt während der Partie und nach den Toren vom FC Fackeln sowie Strobos. Noch während der ersten Halbzeit fixierten die Leverkusener Ultras eine Wäscheleine vor der Kurve. Dort wurden von mehreren vermummten Bayer-Fans im Anschluss zahlreiche Schals aus Köln und Dortmund angebracht, um sie dem Gegner zu präsentieren. Der Gästeblock zeigte sich davon eher weniger beeindruckt und ließ ein "Warum seid ihr Huren so leise" in Richtung Leverkusen erschallen. In einem intensiven Spiel konnten sich die Domstädter mit 2:1 durchsetzen und damit den Derby-Sieg klar machen. So gingen vor allem nach Abpfiff der Partie im Gästesektor noch einmal die Lichter an. Die Mannschaft nutzte den Moment, um ausgiebig mit den mitgereisten Anhängern aus Köln zu feiern. Daher möchten wir euch zum Abschluss des Videos noch einmal ein paar Sequenzen von nach dem Spiel einblenden.